Jetzt sind wir wieder hier. I believe in the end. He knew that one can't make art. True art. Without cracks, without breaks and without pain. Okay. I don't know what happened. I struggled with the part where daughter enters the scene. Hatten wir das schon? Too close to home? No. It's this place. This fucking island. This lighthouse. I was afraid and called. The generator died. I went to restart it. I know it happened. And then, maybe I was high? Or I actually saw my muse and had a conversation with her. Called later. But I didn't have time for it. I knew what to write. The block was gone. I knew how to finish this book. Okay. Also sie hat auf jeden Fall ein bisschen was am, am Bubatz ein bisschen geschnüffelt. Was? Ja, weil hier am Gras singen. Also ich kenne Ecken, da wärst du wegen so einem Spruch zusammengeschlagen worden. Kann ich mal einmal deinen Bubatz schnüffeln? Der Bubatz? Junge, kennst du nicht Bubatz? Nee. Bubatz ist hier, Neudeutsch hier, Gras hier, das hier. Der Gute. Oh, ja, ist gar nicht mehr da. Guck mal, hat keiner mehr beim Namen zu nennen, oder was? Look, I bought his favorite wine. I thought it fitted the occasion. Okay. Nee, weiß ich nicht. Ist aber, ist genauso wie, was habe ich letztens gesehen? Bubatz oder wird Brokkoli genannt, auch umgangssprachlich. Brokkoli, ja? Brokkoli. Wie sagt keiner mehr Marihuana? Das? Nope. Nope. Komm ich jetzt hier wieder rein? Was hat hier blockiert? Was ist mit euch? Guck mal hier. Wollt ihr dich romantisch machen? Wer denn hier was? Despite our previous reminders, the above amount due remains unpaid. We regret to inform you that unless payment is received by this matter will be passed over to our debt collection agency. Okay. Bis jetzt komme ich meiner Theorie sehr nah. So, hier haben wir noch das Gemälde. Hallo. Dieses Bild, ey. Was ist das? Is this? Oh my God. How? I guess they ended up here after the ship sank. But. Was? Haben wir jetzt eine Filmrolle der Titanic gefunden? Weil ist ein Schiff gesunken? Was? Schaut mal drauf. Wenn ich das lesen könnte. Es wäre so schön. Aber gut. Bastards! Hey, hatten wir das nicht bei uns im... Auf dem Schreibtisch. Also telefonieren will ich jetzt noch. Warte mal, geht die Tür mittlerweile auf? Nein. Okay, dann gucken wir uns noch mal kurz in der Küche um. Was war das? Was? War das passiert? Klang wie Messer, irgendwas, irgendwie. Ja, dachte ich jetzt auch gerade. Hat jemand hier Messerwerfen gemacht, oder was? Okay, keine Ahnung. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing, venerated. It was never true, was it? Even before the depths of desperation. When the book became a hit, I already knew what I lost. I knew who she took from me. 10 years is a lot of time for a person to fail. To hit the bottom. To explore it. And to find the darkest secrets of their craft. I'm coming back there. Jojo schreibt dort links von uns auf dem Tisch, wo die Kerze steht, ist was. Ah, da haben wir das Messer. Gutes Auge, Jojo. Gutes Auge. I wanted to thank you for this book. I've been struggling with my vocation as an artist, and reading about struggles helped me greatly in arriving at a decision. Okay. Gut, dann telefonieren wir mal, würde ich sagen. Warum sieht der Kalender so aus? Aber was ist denn mit dir passiert? Sag mal, vorhin, also, hä? Okay. Jetzt geben wir unsere Bestellung ab, was uns jetzt geliefert wird in der Woche. Sick! Fuck! How dare you!
Ah, hello. It is always good to hear from one of our writers. Bring him back! I'm afraid it's not possible at the moment. You know where I'm at, sad man? I'm at your precious lighthouse! Yes, I am aware of that. Don't interrupt me! I'm at the lighthouse, and I know how to hurt your precious queen. I know how to break that pact. So either you bring him back, or I'll show you what I can do with words! I will warn you that it is a fruitless endeavor. I don't give a fuck about your warnings! I will destroy her. I will get him back! I will write my own story! Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wen vermisst sie denn jetzt? Was ist denn, also, hä? Warte mal, wir lesen nochmal hier diesen Brief. Congratulations on your comeback! We are delighted that after a decade, you still remember about our hermitage. Make yourself at home. I mean, after all, it is the only one you have. Wir sind 10 Jahre später und vermissen unseren Sohn, oder? What the fuck? So würde ich jetzt auch sagen. Deswegen, also halt stellvertretendes Bild da drauf irgendwie. Und wer ist denn bitte die Königin? Gute Frage. Und wer ist denn bitte unser Verleger? Und was machen wir 10 Jahre bitte in einem Leuchtturm? 2 Bücher schreiben. Hallo? Ich dachte, ich wäre alleine. Was? Maybe deep in his heart, he longed for them. For any presence other than his own. Das ist jetzt eine andere Stimme. Achso, ja. okay. Da ist jetzt irgendwo wieder eine Tür aufgegangen. Ich hab's doch gehört. Ist es richtig, dass diese Tür hier aufgegangen ist? Nee, doch nicht. Ich dachte, die wäre gerade aufgegangen. Ich glaube, das knarrt bei uns im Zimmer. Na, dann gehen wir doch mal gucken. Also so klang es auf jeden Fall gerade. Okay, hier sind jetzt, wenn wir auf dem Schiff sind, ey. Ja, naja. Titanic! Die Atlantik steht da. Steht da nicht Titanic? Nee, Atlantik. Ach schade. Ich dachte, das wäre die Titanic. It was done. He finished it. Or did... Or GT? Ja, ja. Inheritance is set at on? Wenn du das beendet hast. Ich sag mal nein. Ach, du kannst jetzt quasi direkt doch zugreifen. Ich könnte auf die Final Note direkt zugreifen. So, was haben wir da? Das Rote ist wahrscheinlich halt... Okay, das können wir gar nicht... Das ist ein Masterpiece. Das ist das, was wir, glaube ich, gerade gespielt haben. Ja. Inheritance wäre dann der zweite Dings. Und das wäre dann the final note. Also ich würde jetzt mal einfach für dich auch, damit du auch wieder was Neues für dich hast, den da überspringen. Nee, ich mach's mal chatabhängig. Irgendwie. Also soll jetzt nicht wegen mir jetzt sein. Chat, ja, wie sieht's aus? Irgendwie. Wollt ihr das Add-on überspringen? Wollt ihr es sehen? Ich denke mal, das Add-on wäre nochmal wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, auf unserem Kanal, also das Original, ich weiß jetzt gar nicht, 2 Stunden kann das sein? Du fragst mich Sachen, das kann ich nicht beantworten. Also was wir machen können, ist, dass wir jetzt zumindest The Final Note anfangen. Und was wir so oder, also was ich so oder so machen kann, ist, dass ich das nochmal offstream zocke. Und denn? Falls wir das denn für den Kanal online bringen wollen. Naja, dann machen wir zusammen, oder Ani? Oder machen wir es gar nicht. Trente oder Trente? So, warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Bin der soweit? Ich schau mir alles an. Wie ihr Lust habt. Mir ist es, mir soll es wurscht sein. Natürlich, wie gesagt, Final Note, also das andere kenne ich ja auch. Wobei, bei mir ist halt, ich kann mich an viele Sachen einfach nicht mehr erinnern. Was für mich dann im Chat immer auch alles nochmal neu erscheint. Ab und zu kommen mal so Flashbacks, aber eher selten. Je nachdem, ob ich, hast du das eigentlich damals gespielt oder habe ich das gespielt? Ich.
Ja, dann weiß ich das eh nicht so gut. Inheritance geht eine Stunde, dann machen wir Inheritance. Na gut. Haben wir komplett. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Auch hier ist es so, wir kehren quasi als erwachsene Tochter in das Haus wieder und wir haben uns im Original für einen Weg entschieden. Weißt du noch für welchen, Benny? Weil ansonsten würde ich einfach mal sagen, lass das mal wirklich den anderen forcieren. Nee. Ich wusste gar nicht, dass wir auch eine Taschenlampe haben. So Leistungskontrolle. Ihr habt doch bestimmt alle Inheritance gesehen. Für was haben wir uns entschieden? Also ich bin der Meinung, wir haben uns für den Weg der Mutter entschieden. Kann gut sein. Aber wir haben erstmal hier was zum Lesen. Dear friend, today, before I leave for my new appointment, I intend to make one final attempt to communicate with you. Since you have obviously decided not to answer my calls or letters, I shall endeavor to speak with you in person. If you're reading this, then I have clearly failed, and for that I apologize. Should you choose to ignore me, I will slip this letter under your door. Hopefully you can at least read it, for old time's sake. If me knocking on the door has caused you any discomfort, please know that that was not my intent. I wish I could tell you that I've found some miracle solution to your problem, but unfortunately, such is not the case. Do know that as your legal representative, I always did my best, and that is the God's honest truth. Unfortunately, I feel that the issues you're struggling with go way beyond my expertise. At this point, I once again feel the urge to ask you to reconsider seeking professional help. But let's be honest, if you were to listen to me, you would have done it a long time ago. I regret it had to end this way. Know that you and your family will always be in my thoughts. Your old friend, James Jerome Sadler, attorney at law. Mhm. Na gut. Den gehen wir doch mal gucken. Also ich meine mich zu erinnern, dass er ein bisschen dynamischer war. Okay. Was? Nationaler Hundeverband? Zuchtbescheinigung. Ja, Papier. Ein Dobermann hatten wir. Hatten wir? Da steht das. Weißt du, ja. Statt da. Dobermann, männlich. Gehen wir erstmal in die Küche. Oh, it reeks in here. Ja, so ein bisschen, ne? Also, kein Wunder. Ach du Scheiße. Komposthaufen. Indo. I swear, that dog doesn't shut up! What? Quit looking at me like that. Was? Das ist cool gemacht, ne? Du bist halt ein kleines Kind, ne? Und die Welt ist riesengroß. You can let him out. For now. Ja, und wie? Also, kann ich mich bewegen? Ich kann nichts machen? Ich glaube, du musst einfach nur warten, oder? Hundi! Kein Hundi. Ach du Scheiße. Oh, pfui, Alter. Du hast die Flamme gesehen, ja? Ja, deswegen habe ich ganz schnell das Bild doch wieder weggemacht. So was möchte ich mir nicht allzu lange angucken. Sag mal. Okay. Gehen wir doch mal als nächstes ins Badezimmer. Oh, schöne Tür. Still alive. Hawaii, warum auf die Hölle warten? Du verdienst sie jetzt schon. Sehr schön. Okay.
Kann ich hier irgendwie... Nein. Ich glaube nicht. Es gibt kein Licht. Das hätte mich jetzt aber auch sehr irritiert, wenn da jetzt plötzlich Licht an irgendwer wäre. Nein, gucken wir doch mal... Warte mal, was ist hier? Die alte Uhr von unserem Papi. My beloved, I've been thinking about what happened. I've been trying to understand. My dear, help me. I just don't understand. Why would you do it? Did you feel like there was no other way? Tell me, God damn it! What did I do to deserve this? I did my best. You know I did. I gave you everything. Selfish fucking whore! Why would you do this to us? Okay. Was für ein Arschloch. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Oh Gott. Was? Achso, nee, was? Ah, wir können uns jetzt quasi auch da ein bisschen... What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Warum? Ja, im Hauptgame hat er ja auch schon ein bisschen auf angespielt, dass wir ja quasi, wenn wir was malen wollten, dass es halt eben nie genug war, ne? Dass es halt immer schlecht war und dass er natürlich immer viel Kritik für uns hatte. Ja, vor allem auch, weil immer alles, also ne, wir sind ja ein Kind, aber pink, also lass doch ein Pferd pink sein, ist doch völlig egal. Ich bitte dich, hast du die Vorderläufe gesehen? Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das ist ein zu Recht bestraftes Kind. Was? Nein, natürlich nicht. Scherz. Teddy! Zivile Teddys. Shhh. Ne Schuhschuh. Choo-choo Charles. The little girl in red was walking through the woods, when suddenly, out of nowhere, jumped out to know who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors. And yet, the big bad wolf did not seem to faze her. Ah, Papa hat die schönsten Mitternachtgeschichten gefährdet. LOL! Wolf sneered. You're in Fantasyland, where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie, the frightened girl exclaimed. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, make the sky go red. I can do whatever pops into my head. The wolf was unimpressed with the show of skill. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Don't do it, I beg you. The big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed the mountain to smithereens. What? Okay. Also, eigentlich nicht, aber... Das ist immer ein Happy Ending. Ich sehe nichts. Schon wieder nicht. Ich laufe mal hier lang. Komm ich hier raus? Nein, hier. Hä, ist... Warte mal. Muss ich nicht? Wo muss ich denn jetzt hin? Na, wieder raus aus dem Raum. Wieder raus, einfach nur? Würde ich jetzt sagen. Folge dem Smaragdweg. My little pony. Finally! Are you ready to embrace true art? Na komm, dann tun wir mal so, als ob... Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. Mhm. Jetzt machen wir hier Herbstlandschaften, oder was?
So, jetzt sammeln wir Farbe sammeln. Brilliant! Let's add some more of the same color! That won't make it boring or predictable. Also grün nicht. Das ist mir scheißegal, ich nehme jetzt immer dieselbe Farbe, du kannst auch rummeckern, wie du willst. Brilliant! Let's add some more of the same color! That won't make it boring or predictable. Oder ich bin jetzt an einer Einflussschleife gefangen. Ich würde es jetzt eiskalt durchziehen. So einfach so 10 Stunden. Irgendwann muss doch was passieren. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Sieh noch was? Stimmt hier hinten in der Ecke. So, jetzt muss ich, weil das einfach mal so schön passt. Und? We don't make mistakes. We have happy accidents. Oh, falsche Richtung, hier lang. Ah, yes, the autumn of life. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Okay, jetzt brauche ich schwarz oder was? No, put that down. You are doing so well. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. That's okay. Yeah, that's okay. That's okay. Finally, are you ready to embrace true art? Hab ich jetzt alles wieder so rückgängig gemacht? Ah, yes, the autumn of life. Ja, geht gleich schon Herbst. When man seeks shelter from the elements. Schade. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. So, was haben wir denn da? Sieht aus wie gelb. Yellow. Soll ich Yellow mitnehmen? Na. Weil wir ja Dark haben. Ja, ich dachte mal, stell ich mal als Alert ein hier für dieses Spiel. Ach so, wie die Faust aufs Auge. Sag mal da. Ist es Blue? Blue. Ja, war so ein bisschen dunkelblau, könnte auch passen. Aber sah nicht so nach dunkelblau aus, wa? Guck mal, ob wir noch was anderes Schönes finden. So richtig schwarz-schwarz. Mitternachts-schwarz. Was passiert hier? Ah, ich kann weiterlaufen. Was? What? Was? Ah, ich glaube, da haben wir was. Aber da komme ich nicht ran. Achso, ich weiß warum. Oh, ist das schlimm! Ja, ja. Achso, den ganzen Weg muss ich jetzt nicht zurücklaufen, oder wie? Oh doch, ist einfach nur dunkel geworden. Keine Abkürzung für dich. Ja, wurde jetzt einfach nur dunkel. Ja. Naja, die Rampe war auch weg. Ich am liebsten blau jetzt aber mitnehmen. Macht er wieder grün. No! You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Okay, also jetzt wollen wir es ein bisschen aufhellen. Also würde ich jetzt sagen gelb? Würde ich auch sagen. Wo war denn gelb nochmal? Gelb hier hinten? Ne, warte mal, gelb war nicht hier hinten. Was? Du Scheiße. Okay, also gehen wir doch hier lang. Ist grün. It is green. Ja, jetzt muss man auch sagen, dass Benny und ich so normal nach Zahlen kloppig sind, so wie man jetzt so ein schönes Pferd aufhält. Davon haben wir natürlich keine Ahnung. Könnte man jetzt natürlich mal so schön hellbraun machen oder so. Nein, aber wir nehmen gelb. Viel besser. Ja. Ich
ich bin aber falsch gelaufen. Also, ich komme hier nur an grün vorbei. Weil hier ist grün. Warte mal, hier geht's noch weiter. Wo bist du denn? Ich hab das Gefühl, immer wenn ein Hundi kommt, bin ich auf dem richtigen Weg. Dachte ich. Blau, was ist das denn? Türkis. Ja, da brennt es ein bisschen. Gar kein Problem für mich. Okay, ich kann hier nur im Kreis ran. Was? Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. So, aber hier sieht man natürlich auch, dass gerade dramatische und traumatische Einwirkungen auf ein kleines Kind keine Spätfolgen haben. Ne? Also ihr seht, aus dem kleinen Mädchen ist was geworden irgendwie. Es hat auch keine psychischen Probleme. Von daher... Ich bin verwirrt, ich nehme jetzt irgendeine Farbe auf, ist mir egal. Weil ich finde Gelb nicht mehr. Haben wir hier eine Farbe? Hä, bin ich... Was ist... Bin ich besoffen? Jetzt fängt es wieder an zu brennen. Auf dem Boden lag eine Farbe, hat Jojo gerade geschrieben. Boden? Das ist die Frage, wann hat sie das gesehen? Kann das schon ein bisschen her sein, ne? Tippen wir vielleicht eher auf den brennenden Raum, ne? Sonst wüsste ich jetzt nicht, wozu der da ist. Als du gesagt hast, mir egal. Ich nehme irgendeine. Doch, dann nehme ich jetzt hier. Mir egal. Oh ne, hier komme ich nicht rein. Okay, jetzt bin ich wie in der Sackgasse. Mann! Wo ist das? Auch das Sprinten ist mal wieder so sensationell schnell. Ja, das ist halt so diese Walking-Simulatoren. Da wird jeder Backtracking-Part zur Qual. Zur absoluten Qual. So. Wo ging es jetzt hier nochmal rein? Ging es hier rein? Wahrscheinlich nicht. Da ist auch nichts. Hier komme ich nicht durch. Alter, ey, oh, was? Dum, 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 dum. Chat, ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Könnte ein bisschen länger gehen. Schauen wir mal, wann wir hier unser Bild vollenden. Ne? Ist das rot oder violett? Violett. Oder so? Na, soll ich das mitnehmen? Für ein Pferd? Ich habe jetzt blau, glaube ich. Stimmt, wir haben jetzt Türkis, weil wir so ein Kack. Genau. Wir können auch grün nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier wieder zum Gemälde zurück. Ich nehme jetzt das blaue, ist mir egal. Vater wird eh ausrasten. Ist mir egal. Naja, wenn wir schon ein paar auf den Arsch kriegen, würden wir es verdient That's haben. Right. The sun bestows its kind rays upon the land. Was? It's getting warmer and warmer until ja. Finally. Marvelous, isn't it? Nein. I know it seems like a tragedy.
Ja. A beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Ja, ich weiß ja nicht. Ach, schön. Schön. Da ist doch Freude dabei. Was steht denn jetzt hier? Das wird nicht mehr vorgelesen? Na dann, Benni, auf geht's. War zu lang oder was? Ja. Wenn ihr es lesen wollt, pausiert. Nein, was? Alter, fauler Hund, lies vor, komm. Sag mal. Sehr geehrter Herr, in meinem Beruf gewöhnte man sich daran, alle möglichen Briefe zu bekommen. Fanatische Briefe von gescheiterten Autoren, Drohbriefen von beleidigten Lesern. Ich glaube, man könnte sagen, so ist das eben im Verlagswesen. Doch in den letzten 20 Jahren als Herausgeber habe ich noch nie so etwas wie ihre jüngsten Briefe gelesen. Obwohl ich immer versuche, Ruhe zu bewahren, fällt es mir angesichts ihrer kontinuierlichen und immer enthusiastischen werdenden Briefe immer schwerer, auf höfliche Art zu antworten. Oder mach's nicht. Lassen Sie es mich daher schmerzhaft klar sagen. Der Verlag Marshall & Waters ist stolz auf seine vielen Publikationen, insbesondere auf seine hochgelobten Enzyklopädien. Unsere Belegschaft aus geachteten Akademikern arbeiten unermüdlich daran, unseren Lesern die aktuellsten Informationen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bieten. Leider haben ihre Entdeckungen nichts mit echter Wissenschaft zu tun und beweisen die visuellen Referenzen, die sie uns zukommen ließen, überhaupt nichts. Auch wenn sie aus rein künstlerischer Sicht beeindruckend sind. Ehrlich gesagt haben sie sich ihre ständigen Versuche, die Ratte neu zu definieren und ihre wahre bösartige Natur aufzudecken, aus einfach nur ermüdenden Tiraden in zutiefst beunruhigende Hirngespinste verwandelt. Alter, diese Satzbildung. Falls dies ein fehlgeleiteter Versuch war, Aktionskunst zu betreiben, muss ich Ihnen sehr schlechten Geschmack bescheinigen. Falls es jedoch Ihr voller Ernst war, bitte ich Sie dringend, professionelle Hilfe aufzusuchen. In jedem Fall möchte ich mir hiermit jedes weitere Schreiben von Ihnen verbitten. Hochachtungsvoll, Charles Joseph Marshall. Von Marshall and Waters Publishing. Du hast herrlich snobistische Klungen. Perfekt, Benni. Perfekt. Was habe ich? Das war gut. Okay. Schön in die Nase hoch, schön Englisch. Das war super. Das quasi schön hochnäsig. Okay, ich verstehe. Das kann ich gut.